Ja. Da ist ja jeden Schlaf. Ja, vor allem von den Rippen alles. Na, nicht damit er krank ist, Fina, du. Nee, nee, Alter. Wir waren ja beim Tierarzt, gerne so. Ach so, dann ist ja gut. Ja, mir sagt das so wie bei Menschen. Guck mal, was hier für ein Blütenstaub drauf ist. Na, lass ich jetzt. Wollt ihr die auch mit dem Kopf einziehen, ne? Och, die böse Tante. Ja, ja. Oh. Mensch, Elvis, ja friert. Oder sie friert. Ja, aber ein bisschen muss sie auch abnehmen. Sie kann ja nicht krank werden beim ersten Windstoß, weil sie so verpumpelt ist. Oh. Die sagen, du kannst nicht nur zudecken. Andere Ohr? Oh, Ohr? Oh, ja. Oh, Lisa, halt doch mal dein Ohr hin. Mia legt das ja dann Nasenlöcher. Das ist so eklig. Nee. Da hat sie mich mal erwischt. Das war gefühlt bis hier oben. Da habe ich gesagt so, Ja, die wollen die Puppe raus. Ich weiß auch nicht. Ich hab schon gesagt, so saure Nase. Oh, guck dir mal, mit was für einer Hingabe. Jo. Das war vorhin, dass sie aber immer wieder ran an seine Zunge. Also. Ja, muss ich jetzt nicht machen, ist doch gut. Weißt du? Aber guck mich immer nur an, ich tu dir nichts. Was spielt denn da oben? Oh ja, wie der Foto runter. Ja, sie hält fest. Hat er denn Frau Nisse geschenkt? Das ist so ganz grüne Zippelchen vom Fleisch. Immer nicht. Verschmieter. Ja, der Ohr wieder gerade machen, hier, mit dem Knick reinkommt. Nee. Der hat schlapp Ohren am Anfang gehabt und Mia auch. Mia hat richtig so einen Knick so nach unten. So. Gib mal da die Kopf. Die Gabel liegt hier so im Kopf so nach oben. Das hier gerade eine Stunde mit Fleisch. Ich mach dir doch mal so ein Stückchen und schmeiß dir das hin, weil das willst du dich gar nicht. Na, hoffentlich ist das hier bald vorbei mit dem ollen gelben Zeug von Nisse. Also heute hat es mir ja gelangt. Die letzten Tage hatte ich keinen Bock gehabt, aber heute hat es mir gelangt. Ich habe erstmal alles abgesaugt und dann schnell mal durch.